a G, but... Boah, Digga, so ein Intro haben wir schon mal gemacht. Kannst du dich mal daran erinnern? Nee? Kannst du dich nicht daran erinnern? Kannst du irgendwas anderes nehmen? Brauchst gar nicht so zu gucken, Meister Pflaume, ja? Mach doch mal was anderes. Sowas wie Merc Music oder so. Irgendwie sowas Witziges. Jedes Mal denkt man sich, wie soll ich das Video anfangen? Alle Leute machen was ganz Spezielles für dieses Video. Ich wollte auch was Spezielles machen, das gebe ich zu. Man muss sich ja von der Konkurrenz irgendwie absetzen, weil dieses Jahr ist die Konkurrenz extrem stark. Da meine ich, extrem stark. Im Endeffekt ist das, was die Leute sich mal fragen sollten, ist dieses Video, was ich hier mache, ist das für mich oder ist es für irgendwen anderes? Und das ist die Botschaft, die ich mit diesem Video geben möchte. Diese Videos, die ich hier produziere, da steckt Herzblut drin, da steckt Leidenschaft drin, da steckt Kreativität drin. Und jeder, der dieses Hobby wirklich mit wirklicher Perfektion vollzieht, weil ich sehe das für mich als Perfektion an, Videos hochzuladen, die für mich, für meine Maße, das Bestmögliche sind, was ich herauskriegen kann, aus dem, was ich habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon gutes Material, was ich benutzen kann. Ich habe eine gute Kamera, ich hoffe, man sieht es. Aber ich habe die Möglichkeiten, dieses Hobby so zu erleben, dass ich auch wirklich Spaß bei der Sache habe. Und jeder sagt, okay, ich brauche gutes Equipment, um gute Sachen zu machen. Fang doch einfach erstmal damit an. Jeder sagt, ich möchte groß rauskommen. Ja, dann mach doch ein Video. Du hast noch gar kein Video gemacht, um überhaupt beurteilen zu können, groß rauszukommen. Und ich möchte mit diesem Video einfach mal den Leuten sagen, ich möchte einfach, dass ihr was tut. Jeder soll bitte einfach machen. Viele Leute reden darüber und ich habe auch die ganze Zeit überlegt, mache ich dieses Video? Und natürlich mache ich das Video, weil ich möchte mal am Ende meiner YouTube-Karriere, ich hoffe, die wird niemals sein, ich möchte am Ende meiner YouTube-Karriere nicht dastehen und sagen, ich habe diese Chance nicht wahrgenommen. Wer weiß denn, ob dieses Video auf Antons, auf deinem Kanal kommt? Wer weiß das? Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir diese Antwort nicht schuldig bin, dass ich sage, ich habe es nicht getan und ich diesen Fehler niemals bereuen würde, weil ich dieses Video gemacht habe. Und das möchte ich euch mit auf den Weg gehen. Und wer diese Botschaft gefällt, dem würde ich mich echt freuen, wenn er eine Bewertung dalassen würde. Ist irgendwie unkonventionell, dieses Video ist irgendwie anders als andere, die ich auf meinem Kanal gemacht habe. Dementsprechend sage ich einfach nur, ciao. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.